Aber hey, wir sind Team Amerika, World Police. World Police? Gott. Oh Gott, wir landen an, wir spielen Omaha Beach. Jungs, war eine Ehre, mit euch gedient zu haben. Oliver, wo ist denn deine Uniform? Ich bin Rookie. Bootcamp hab ich schon gemacht. Warte! Fahr los! Boote von allein an den Strand? Boote. Oh Mann, wir sind sowas von tot. Ich will nicht. Wo fährt ihr hin mit uns? Ich will an den Strand, nicht zu KFC. Der rammt unsere Panzer. Der Full, Alter. Aussteigen, aussteigen. Oh Mann, das war nix. Okay, wir sind eben zu früh raus, Soldaten. Ich hab gedacht, wir landen hier episch an und dann so eine Scheiße. Wer hat denn hier eine Forward Base hochgezogen? Naja, können wir die Kisten reparieren? Ich kann deine Kiste mal reparieren. Das wäre nice. Ich wollte episch am Strand anlanden. Jetzt muss ich hier 500 Meter zu Fuß. Oh Gott. Wollen wir da nicht rüber? Ach doch, guck ruhig mal. Junge, guck dir das doch mal an. Das Wetter ist irgendwie schon wieder ein bisschen umgeschlagen. Ich krieg die ganze Zeit Regen in die Augen. Jetzt müssen wir schwimmen! Bis da rüber, Alter! Wie die Hunde, nur weil der Idiot kein Boot fahren kann. Die Mission ist rum, bis wir da sind. Schon der erste Sniper ins Gesicht gelacht. Alter, das ist ja noch eine Insel. Machen wir das dann, wenn man hier auf Urlaub ist. Man macht ein bisschen Inselhopping. Olli sucht seine Uniform oder was? Okay, nein. Der Flak ist ja abgeschossen. Alter, die Typen 100 hat einen saunice Klang auf jeden Fall. Richtig Bums dahinter. Der Soldat neben mir hat sich einfach in Luft aufgelöst. Wo sind denn die Panzer? Die verstecken sich hier. Bei mir. Panzer sind alle im Kanal abgesoffen. Komm bald abends und rein da, Jungs, Alter. Geh, jetzt wird nicht gepennt. Los! Use this. Wer hat denn die ganzen Schwimmpanzer alle angefordert? Immer ein bisschen Scheiße nach vorne. Du willst die sonst an den Strand kriegen, Mann. Gut. You can move, soldier. We now have control of objective Baker. Wer macht jetzt hier den Ansager, Eisenhower? Now have control of objective Baker. Der ist aus Texas. You need to use these. Der schwarze Mann, der hat nicht meine Uniform. Throw me one. Ich finde das Gefühl, dass es nicht mehr so einfach ist, die ganze Zeit Medipacks sich hier gegen zu schmeißen. Come on now. Aber in Ammo-Packs, ich schmeiße und schmeiße und schmeiße. Der drückt auch die ganze Zeit, es fliegt aber nichts. Ich bin hinter dir, Heavy. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst mit der großen Browning da. Mach in der Feuerbasis auf! Das hier ist unser Anlandungspunkt! Da! Schieß mal da nach links, also kannst du das Squad, das ich da verstecke. Ich hab auch einen Bipod. Gut, ich smoke die Scheiße mal und dann rüber. Auf geht's, Alter, diese riesen Kanone hinter uns schießt. Ich hab gedacht, das ist hier alles für ein Rauch! Das ist auch sau laut, Alter, auf Warbands. Kommst du oder was? Was sind da unten eigentlich alles für blaue Kreise auf der Map? Weiß ich auch nicht. Ich muss den Vorstoß denken. Da hat er einen Flammenwerfer, Oli. Da oben! Fuck! Von links! Maybe duck next time. Ja, duck dich besser nächstes Mal. Oh, katapultier mich nicht so aus der Deckung.
ist irgendwo ein Sniper in den Hügeln rechts. Ich gebe Sperrfeuer drauf, ich sag, ihr fährt mit. Ja, da ist alles in den Hügeln, bin down. Ich hab mir gerade richtig Konto runtergegeben. So, nee, ich steh wieder auf. Wir sind ja noch nicht fertig. Das haben wir gut gemacht. Ich hab den Olli zwar nicht gesehen, da ist er. Ich bin Sniper. Ist doch klar, dass du mich bist. Ich hab sie bei der Tarn- und Täuschenausbildung gar nicht gesehen. Danke, Herr Major. Kick dir die Scheiße um die Ohren, Alter. Was ist jetzt für eine Bongo-Bongo-Musik? Okay, rechte Flanke ist ein bisschen was gebacken. Ich mach den Turm hier. Wo müssen wir hin? Oh, halt, ne? Ich hätte A gesagt. Bin ich dichter dran? Hier rechts sind die Panzer, lass mit denen gehen. Ich will den Bunker erst leer haben. Rechts sind die Panzer. Links sind auch Panzer. Ja, aber hier ist ein Sherman. Ein Firefly sogar, der hat die 75er vorne dran. Der knackt uns die Tiger. Ihr Männer, Anfeuerwaffen! Da ist so ein TH-63 auf der anderen Seite. Irgend so ein japanischer Dreckspanzer. So heißen die Dinger doch, oder? Japanischer Dreckspanzer. Au. Ich glaube ja. Nein, so ein Niho, TH, irgendwas. Das kann ich dir nicht sagen. Au. Nicht in Deckung fahren, Panzer. Du darfst keine Angst haben. Wenn die Panzer Angst haben, kann niemand gewinnen. Fuck, hier gehen die Zeros drüber mit 20er HE. Da hab ich nicht so Bock drauf. Wer liegt denn hier? Aufstehen, Kamerad! Mann, was ist denn hier eigentlich gebacken, ey? In der Deckung liegen und in Deckung liegen und pennen! Ich schmeiß ein paar gute Smokes und dann gehen wir da rüber. Insurgency-Style. Ich hab schon ganz andere Strände genommen. Okay, die Sache ist genebelt. Ich gehe hinter neuen Nebel holen. Ein paar Leute wiederbeleben, die von der Zero platt gemacht wurden. Come on now. Ist unser Panzer noch gut? Ich will eigentlich nicht in der Nähe der Panzer stehen, wenn die gerade die Zeros drüber gehen. Ja, aber die schmuckeln sonst rum und fahren nicht, sobald irgendwas blinkt. Ja, ich weiß, die sind ja schon alle am Heulen. Wo ist denn hier die Infanterie-Strecke? Wo ist die Lane? Vor, 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 du bist richtig. Was ist da hinten mit dem? Ey, Kollege, fahr mal weiter! Mann, ey! Verpisst euch von meiner Supply Station! Da ist der nächste. Links, links, Kevin, links, da unten. Komm mal, komm mal, komm mal. Da liegt der einer, der hält hier den Vorstoß auf. Ich seh da keinen. Box geht raus. Geradeaus, Alter. Ich werd direkt sniped, sobald ich über die Reling klotze. Jawohl, der gefällt mir mit seinem Sherman. Der rückt vor. Jetzt mal den Bunker rollen. Bunker ist frei. Den Kontra von rechts. Ich hoffe, die Panzer halten den Punkt. Ziemlich mittig stehen Infanteristen drauf. Ja, ich muss mir eine gute Position suchen. Komm zu dir. Fuck, ich geh mitten drauf. Das war doch kein Freund, oder? Halt die Browning drauf. Wir nehmen den Eimer. Da ist ein Panzer bin ich drüber gefahren. Gott sei Dank war es unserer, da hat es sich so weh getan. alles gut, hier ist nichts mehr drauf. Wow, oh, im Bunker vorne. Easy. Now control the sector.
müsste Sektor Tag gehen. We now control the sector. Cut yourself up. This sector is huge. Das Wetter schlägt um. Es ist doch schon alles scheiß Wetter, du bist jetzt endlich hübsch. Ich glaube, es sieht besser. Nein, von innen sah es nur gut aus. Hier draußen sieht immer noch scheiße aus. Halt die Fresse und bleib bei den Germans. Ich kenne nur mit und mit Sperrfeuern und reparieren Panzer. Oh, ich sehe gerade, der Typ 100 hier, den ich spiele, ist so einer, der hat beim Nachladen das halb voll Magazin hat. Oh, Scharfschütze rechts halb. Da. Danger, over there. Die sitzen da oben in so einem vorgezogenen Graben oder so. Da hinter dem Sherman. Jo, super gesmoked, Alter. Perfekt sogar. Auf den Hügel hoch, Alter. Das wird so viel Leben kosten. Alter, wie das Smokey rüberzieht in dem Wind. Mega gut, ey. Und da gehen die Handgranaten raus. Ich bin in einem Graben. Ich fühle mich nicht besonders gut aufgehoben hier. Ich sehe nichts. Hier liegen Tote. Boah, der steht quer zur Front, Alter. Hör auf damit, du scheiß Panzer. Aber du gibst gut Deckung. Weiter so. Halb links ist hässlich. Der Panzer kommt über den Hügel. Da kann ich nichts machen. Ich bin Medic. Ich gehe zu dem Bunker hier. Ich guck mal rein. Wir müssen über rechts gehen. Da vorne der Panzer hält uns alle drauf. Ich habe einen Mann hier im Bunker geschossen, aber das sieht nach mehr aus. Naja, Olli ist im Bunker, Dude. Ich gebe eine Smoke hier rüber, jetzt müssen wir alle rein. Der Sherman da fährt immer kaputte kleinen Japanerpanzer drüber. Steh auf, mein Freund, hoffentlich sterben wir nicht. Drauf irgendwie. Ich bin nicht besonders begeistert von meiner Position. Ich könnte ein paar neue Smokes vertragen. Ah, ich bin down. Von einem Medic mit einem M28. Ja, der war auch gar nicht. Alter. Der steht da immer noch! Was soll ich machen? Okay, willst du sterben oder was? Gewehr! Wow! War das auf dich? Hat das Schaden gemacht? Der kommt so schnell nicht mehr aus. Wow, und genau vor uns. Ich lieg safe. Scheiße. Der krabbelt unter mir, der krabbelt unter mir. Was heißt unter dir? Genau hier unten drunter im Innenhof. Da war der. Pay attention here. Ich glaube, er ist tot oder weg. Da hinten ist er. Der ist Boot vorbeigefahren. Wo ist nicht mal einer von den Flammenwerfern? Wo ist denn hier die Ammo-Box? Ich könnte, ne? Ja, seht da oben, okay. Was ist auf der Map? Habe ich nicht dran gedacht, dass sie da angezeigt werden. Du weißt ja, ich brauche neue Smokes, damit die Jungs auch vorrücken. Das machen die sich alle in die Hose. Guckst du, wie der Panzer neben dem du daherläufst? Guck mal, der ist so der Mist, der fährt rückwärts in den fucking Sherman. Capture the objective here. Kommen wir denn darüber oder blinkt es wie ein Scharfschütz an? Have a look here. Hurry, take this. Keine Angst, ich bin bei dir. Das können wir versuchen hier. Ist hier irgendeine Nussschale oder so? Ich schwimme doch nicht. Anscheinend schwimme ich. Take control of that objective. Da sind schon ein paar Jungs drüben. Unter dem Tower sind ein paar. Ich gebe Artillerie drauf.
Artillerie geht auf den Tower. Kommt. Ja, Hits. Keine Kills bis jetzt. Kill. Panzer rechts. Kleiner Mülleimer. Wetter wird wieder top, Alter. Smoke den Panzer, der schießt uns in die Flanke zu klumpen. Wir sind 75er Sherman, der weiß aber nichts von seinem Glück. Okay, wir sind drauf. Der Panzer zieht sich zurück. Hier ist ein Flammenwerfer rechts von mir. Den hätte ich gern. Er hat voll Spaß gemacht in dem Search. Ich hab einen Katana-Kill gemacht. Du Maschine. Kleine Panzer ist immer noch da rechts aus. We have charge of Objective Baker. Ich sage, wir bleiben erstmal im Umlauf hier. Ich weiß nicht, wie sicher die Angelegenheit schon ist. Jetzt hat er echt alleine den ganzen Bunker ausgeräumt, oder was? Der Flamer? Nein, irgend so ein scheiß Japaner. Hat er Katana dabei gehabt? Nein! Oliver! Es sind nur kleine Einschusslöcher. Mach die Hello Kitty Pflaster drauf, die ich dir geworfen habe. Das wird schon. Da ist schon wieder dieser Panzer, der sich in die Hose macht. Siehst du das? Mal links der Sherman. Flick den mal. Beide. Pisst sich hardcore ein. Rechts vor Scharfschütze. Das ist eine Scharfschütze, da liegt ziemlich alles. Deshalb haben wir jetzt ein paar Smokes rüber und dann ignorieren wir die einfach. Sollen sie da runterkommen aus ihren scheiß Löchern? Da kommt so ein japanischer Mülleimer! Ein Typ 97. Hilfe, Männer! Medic! Der japanische Mülleimer hat mich niedergeschossen. Ich lieg mehr als safe. Ich bin in einem Bunker. Die Amis haben auf dem Map hier eindeutig zu viele Panzer. Also wenn man sich ein bisschen... Die scheinen unsere Panzer einfach nicht platt zu machen. Wir wurden ja eben gerade auch ziemlich reingedrückt von den amerikanischen Panzern. Ich meine, die Sherman sind einfach besser als diese Typ 97, die Japaner fahren. Was ist das denn? Das war ja eben erst, als die Panzer wegkommen, wo es ruhig war. Kevin! Kevin hier! Oh Gott. Zeig mir den Weg zum nächsten Bunker. Alles hier. Aber hässlich. Boah. Da kommt Panzer zurück. Ist dein Patient. Ja, der ist auch fertig, Alter. Gott, hier brennt ein bisschen aus dem Arsch. Ihr habt die Lötlampe. Ich mach die Löcher wieder zu. Unter dir. Graben. Look over there. Wenn ich den Typ hier aufheben, bin ich tot. Von hinten! Hinter mir, genau bei mir liegt einer! Ich seh dich doch gar nicht. Was ist da vorgerückt? Auf mir liegt einer, ey! Der liegt ja im Sniper, der schießt... Maybe duck next time! Selbst angezündet. Einzige, was ich wieder gemacht habe mit dem Flammenwerfen, mich selbst anzuzünden. Alter, ich hab ein bisschen Schiss. Vor was? Vor dem Dude hinter uns. Der muss ja gleich weg, sobald wir das hier genommen haben. Wir wollen ja auch noch Bravo. Pipa Pillermann, da sind die schon ganz allein. Wir klemmen hier ein bisschen, da ich so das Gefühl. Ab in den Bunker.
ab in welchen Bunker? Ich weiß nicht, wo du bist. Im Bunker. Fick dich. Was ist das? Ach, das ist dieser japanische Mülleimer. Take this and use it. Ich hab ihn angezündet. Dann bin ich gestorben. In einer Brandgranate. Ich bin sehr begeistert von mir. Okay, die Zeros nehmen das mit der Kamikaze ernst. Das war aber eine große Zero, oder? Haben wir gewonnen? Natürlich haben wir gewonnen.